Willkommen zurück, Herrschaften, zu meiner achten Aufnahme von Thief 6. Ich habe mir das jetzt so ein bisschen angeschaut wieder. Die beiden Stadtstaaten will ich schon ganz gern behalten. Allerdings würde ich ganz gern noch mehr Stadtstaaten entdecken. Ich werde jetzt mit dem einen Schippernagel, was ich da habe, darüber fahren. Da müsste ja Großbritannien sein. Mal schauen, ob es dort noch irgendwelche Stadtstaaten gibt. Das wäre schon irgendwie ganz nett. Edinburgh oder so irgendwas. Jo, na gut, machen wir weiter. Plus 10 Kampfstärke gegen Nahkampfeinheiten. Ich habe noch keine Kavallerieeinheiten gesehen. Also machen wir mal Nahkampfeinheiten. So. So, Athen, was brauchst du als nächstes? Oh, wir haben die Akropolis. Yay! Was kann man dort reinbauen? Ein Amphitheater, was macht das? Plus 2 Kultur? Okay, was macht der Leuchtturm eigentlich? Plus 1 Nahrung, plus 1 Gold, plus 1 Wohnraum. Wir wollen Wohnraum. Das Amphitheater auch Wohnraum? Nein. Ein Bürgerplatz, okay. Wir können einen Bürger reinsetzen. Ah, so wie die Spezialgebäude bei Ziff 5 oder auch bei Ziff 4, glaube ich, gab es die auch schon. Die Spezialisten, die man bauen konnte. Also eigentlich gab es die auch schon bei Ziff 2. Aber dort waren sie nicht so gebunden irgendwie, sondern die, die übrig geblieben sind, waren halt dann Spezialisten. Plus eine Nahrung, plus 1 Gold ist nicht schlecht eigentlich. Amphitheater ist auch nicht schlecht, aber das Handelszentrum insgesamt ist vielleicht sogar noch besser, wenn wir das jetzt als erstes bauen. Weil dadurch erhöhen wir. Ja, dadurch erhöhen wir nämlich, soweit ich weiß, sowohl die Akropolis als auch den Hafen. Und ja, jetzt haben wir einen Gesandten. So, da beherrschen wir beide. Das heißt, wir schicken ihn einmal nach Karthago. Und schauen mal, ob wir da auf 3 zumindest kommen. Finde ich gut. Athen bügelt sich mit diesen Bezirken zu. Gebaut. Finde ich nicht gut. Ha, wir haben einen Händler gekriegt. So, der Hobby stehen. Der junge Freund
klar. Wohin gehen wir? Nachdem wir hier in der heiligen Stadt sind, können wir von hier aus auch gleich unsere Religion verbreiten. Nach Karthago. Puh, 6 Geld und eine Produktion. Produktion ist ja sicher nicht schlecht. Delhi bringt uns einen Glauben. Und eine Produktion. Gehen wir nach Delhi. Glaube ich, aber es schaut nicht so aus, als wäre dort irgendwas zum Holen. So. Schauen wir mal. Müsste dich auch noch eine Runde ausrasten. Genau, wenn du fertig bist mit Ausrasten, nehmen wir den anderen aber auch mit. Gut. Produzieren. Was machen wir in Argos? Ah, dort bauen wir auch noch einen Handwerker hin. Wir bauen das voll und ganz aus für den Feudalismus. Schließlich möglichst wenig Föderalismus zahlen müssen. Ja, für den Fall, dass ihr euch wundert, wenn ihr euch andere YouTuber anschaut, die führen das Ganze immer viel kriegerischer als ich. Ich weiß auch nicht genau. Ich mag das besonders gern. Das liegt wahrscheinlich an meiner Person. Da entsteht eine Straße. Juhu. So, du bist da hier. Du wirst da oben in den Wald gehen. So, Korinth, bauen wir einen Marktplatz, eine heilige Stätte, ein Lager vielleicht, für große Generäle, Industriegebiet bauen. Ah, das ist aber eine Kröte. Hätte dieses Gebiet da einfach sowas aber. Wo soll man das Industriegebiet hinmachen? Da hier könnte man das machen. Mit dieser Mine. Oder wir machen es da hier und bauen dort oben noch eine Mine. Das da hier bauen und dann dort oben die Mine bauen.
Ich bin nicht überzeugt, sagen wir es mal so. Überhaupt nichts. Blödsinn. Unterhaltungskomplex. Bringt Annehmlichkeiten. Okay, all diese Wunder kann ich nicht bauen. Warum? Das muss auf Wüstengebiet gebaut werden. Na gut. Das muss an einen Hafen mit einem Leuchtturm gebaut werden. Na sehr was. Das muss auch an einen Hafenbezirk gesetzt werden. Das muss auch in die Wüste gesetzt werden. Was muss das Kolosseum haben? Ah. Der braucht einen Unterhaltungskomplex. Und das muss ein Lager haben. Was macht das? Das heißt, es braucht nicht nur ein Lager, sondern wir brauchen auch eine Kaserne und auch eine Stallung in dem Lager. Na sehr, was, diese Wunder sind ja alle fürchterlich. Na okay, ich glaube, Wunder werden wir da keine bauen. Dann lasst uns das tun, was wir besonders gut können. Lasst uns den Siedler bauen. Wir werden dann gleich die Siedlerproduktion beschleunigen. Ich mache das alles sehr erratisch. So. Nächste Runde. Also wirklich durchdacht ist das nicht, was ich hier tue. Okay, Indien ist eine klassische. Normale Leute glauben, dass man Dinge nur reparieren muss, wenn sie kaputt sind. Ingenieure glauben, dass wenn etwas nicht kaputt ist, es noch nicht genug Funktionen hat. Das ist tatsächlich auch ein netter Spruch. Schwertkämpfer kriegt. Ah. Plus 10 Kampfstücke bei Verteidigung gegen Fernangriffe. Na. Schlachthof finde ich ist gut. Okay, Kapul sind wir nicht mehr Schäfe. Offensichtlich hat Inder auch was gebaut. So, machen wir Maschinen als nächstes. Wir haben noch 3 Bogenschützen und die können wir dann gleich ausrüsten zu Armbrustschützen. So, ich glaube, das war's dann mit meinem Typen. Nehmen wir hin. 1, 2, 3, 4. Allein in Korinth haben wir 4. Von den 8 nötigen Bewässerungen oder Farmen. So, da holen wir uns die 5.
Waffe. So, warte mal. Kommt der auch rein? Ja. Was ist mit dem? Du gehst Richtung Stadt. Gut, nachdem wir Maschinen 7 Runden fertig haben, ich überlege gerade, ob die schon weitergehen oder ob die dabei stehen bleiben sollen, um sich auszurüsten. Ach nein, Gandhi hat auch eine Religion gegründet, das gefällt mir nicht. Unbesiegbarkeit liegt in der Verteidigung. Die Möglichkeit des Sieges liegt im Angriff. Das ist auch ein guter Spruch. Sun Tzu wusste einfach, was er gesagt hat. So, wir bauen jetzt... defensive Gebäude? Nö. Wo ist denn das mit den... Siedlern. Ah, da ist die Produktion der Siedler. Das ist ja gar nichts Rotes, das ist ja cool. Ausgezeichnet. Pfeif auf die Glaubensproduktion. Nachdem wir auch in 2 Städten Handwerker bauen, machen wir das einmal so. Ich überlege nur gerade, ob ich das ersetzen soll durch irgendwas anderes, halbwegs Sinnvolles. Durch einen Schriftsteller. Na. 100% defensive Gebäude. Und wir bauen, sobald wir die haben, dann Stadtmauern und ähnliches. Jo, genau das wollen wir. Komplett. Du stehst rum. Du auch. Was machen wir mit dir? Du stehst dich auch da rein. Und du sollst erst dann nicht da. Auf jeden Fall sind die Barbaren klüger als bei Ziff 5. Gut, wir hätten gerne Feudalismus, dafür brauchen wir noch 2 Bauernhöfe. Das heißt, wir werden das jetzt noch nicht bauen, das dauert noch ein Weilchen. Aber für Theologie haben wir schon die Voraussetzungen und das ist eh nicht schlecht, dann können wir nämlich den Mahabodhi-Tempel bauen. Und noch so ein Tempel. Na, passt. Schauen wir mal. Ja, ist egal. Hat sie nichts Besseres zu tun, als mich anzugreifen? Ihr Widerlinge. Natürlich wird ja schwächer.
Hier entsteht eine Straße. Es gibt eine Straße durch die Wüste. Ach ja. Wohnraum, Wohnraum für Argos. Uff. So. Wir können eine große Persönlichkeit rekrutieren. Einen großen Admiral? Echt jetzt? Zeigt sofort eine Quadrimären-Einheit. Die Aufmerksamkeit unserer Zivilisation für den Marinezweig unseres Militärs hat einen großen Admiral in unseren Rängen hervorgebracht. Schon was an. Wenn wir ihn klug auf unseren Schiffen einsetzen, haben wir einen sicheren Vorteil im Kampf. Hoffentlich. Das haben Admiräle so an sich. Hurra, wir haben einen Admiral. Und was machen wir mit dem? Was kann der? Zur Ruhe setzen, erzeugt sofort eine Quadrimären-Einheit. Passivfähigkeit. Bietet plus 5 Kampfstärke und plus 1 Fortbewegung für Marineeinheiten der Klassik und des Mittelalters innerhalb von 2 Geländefeldern. Naja. Dann würde ich fast sagen, fangen wir an, oder? Oh, das ist aber lieb. Statt mich nochmal anzugreifen, ist er geflohen. Finde ich gut. Ach, das ist ein Schanzen und passt schon. Soll ich nach Skandinavien bauen? Oder na, schauen wir mal, was England zu bieten hat. Vielleicht bauen wir nach England. Die nächste Stadt. Also außer natürlich mein Bogenschütze überlebt das nicht. Und ich kann mir gar nichts anschauen in England. Die Spiele sind wirklich dämlich. Er kennt nicht, wenn ich irgendwo durchgehen kann. Schafe hätten wir hier, das ist eine Bonusressource, und Fische, und da ist ein Wal. Wale sind natürlich schon sehr cool. Ja, ja, ich weiß. So, Eritrea, was
Das brauchen wir als nächstes. Eine Stadt. Ja, die Verteidigungseinheit. Verteidigungsgebäude sind billiger. Hey, ein Handelswegsposten. Handelsposten? Ich weiß nicht, was Handelsposten machen. Ihr habt so wenige Truppen, lebt ihr nicht in ständiger Angst? Ach, auf Wiedersehen. Nein, tun wir nicht. Wir kommen schon zurecht. Irgendwie. Exaktes religiöses Denken ohne Theologie gibt es genauso wenig wie exakte Messungen und Astronomie ohne Mathematik oder eine exakte Herstellung von Eisen ohne Chemie. Eine exakte Herstellung von Eisen ohne Chemie. Das mag sein, ja. Aber exaktes religiöses Denken ohne Theologie. Ist religiöses Denken jemals exakt? Ob man das einem Theologen sagen darf? Schauen wir mal, was können wir jetzt? Plus 100% heilige Stätten, Nachbarschaftsbonus. Das heißt, die heiligen Stätten produzieren mehr Ertrag. Das ist vielleicht gar nicht einmal so blöd. Statt dem hier. Oder? Ja, machen wir das so. Und sind wir mehr Religion. Mit Religion können wir dann irgendwas kaufen. Vielleicht sollten wir uns das mal anschauen, was sowas kann an Handelsposten. Städte, Welt, Kampf, Luftkampf, Einheitenbewegung, Wissenschaft, Kultur, Gold und Ökonomie. Nein, ist es nicht. Wir müssen ein eigenes für Handel geben, offensichtlich. Diplomatie, Stadtstaaten, Handel. Handelsposten. Schauen wir mal. Erweitert euer Handelsnetzwerk und macht es lukrativer mit Handelsposten. Handelsposten in einer Stadt platziert, sobald ein Handelsweg zu oder von dieser Stadt erfolgreich abgeschlossen wird. Naja, soweit so gut. Er gehört dem Spieler, dem der Handelsweg gehört. In Städten, in denen sich einer eurer Handelsposten befindet, können eure Handelswege ihren Fortbewegungsradius vergrößern, sodass weit entfernte Zielorte erreichbar sind. Wenn die Stadt einem anderen Spieler gehört, macht der Handelsposten den Handelsweg wertvoller und steigert sein Einkommen um ein Gold. Na okay. Vielleicht sollte ich bei dem auch einfach auf die Chancen gehen. Vielleicht sollte ich einfach die Quadrimäre bauen. Ich glaube nämlich, eine Quadrimäre bringt auch einen Bonus. So, wo bauen wir die nächste Straße hin? Ah, vielleicht in unsere heilige Stadt nach Argos. Damit wir auch unsere Religion kriegen. Obwohl, sehr viel Ertrag bringt die ja nicht. Pfeif auf die Religion. Nach Katar könnte man natürlich auch gehen. Und nach Delhi und uns den Hinduismus herholen. Und nach Athen. Ja, das ist alles irgendwie nicht so der Burner. Kidet vielleicht. Best Geld und eine Produktion. Wieso nicht? Und wir fahren übers Wasser. Das erste Mal.
Du bleibst stehen. Feudalismus. Bauernhofmodernisierung halten jetzt plus 1 Nahrung. Viele angrenzende Bauernhofmodernisierungen sind 3 Bauernhofmodernisierungen aneinander angrenzt. Wir können noch einen gesamten Sieg schicken. Gandhi hat sogar schon 5. Wir setzen nach Karthago. Dann können wir nämlich durch Karthago durchfahren, glaube ich. Okay, auch Menschen können kaputt gehen, nicht nur Maschinen. Ja, aber bei Maschinen ist es einfacher, sie zu reparieren, sagen wir es mal so. So, jetzt können wir unsere Bogenschützen aufrüsten. Ja. Habe ich da schon einen Bauernhof? Ja, souverän sein. Und das sind wir aber nicht, natürlich. Tja, das ist gerade so. Warte mal, da hier könnten wir eine Industrieanlage hier bauen, weil da haben wir 2 Bergbaugebiete nebeneinander. Sollte ich nicht vielleicht doch darüber gehen? Meinen Kumpel beschützen. Du gibst mal einen Haufen Geld aus, damit du ein Armbrustschütze wirst. So, Argos, du brauchst glaube ich kein Aquädukt, du könntest ein Aquädukt bauen.
Was macht ein Aquädukt? Ein Bezirk, der eine Stadt mit Süßwasser von einem angrenzenden Fluss, See, Berg oder einer Oase versorgt. Städte, die noch keine Süßwasserquelle haben, erhalten bis zu 6 Wohnraum. Städte, die bereits über eine Süßwasserquelle verfügen, erhalten stattdessen plus 2 Wohnraum. Muss angrenzend ein Stadtzentrum gebaut werden. Aha. Das heißt, man kann das auch mit Süßwasser bauen. Na, das machen wir doch vielleicht glatt. Hierher. Weil. Wow, 16 Züge, bist du irre. Ist doch alles so lang dort. So, wir haben schon 36 Minuten wieder Herrschaften. Wir machen für heute wieder Schluss. Ich überlege gerade, ob wir da noch irgendwas reinbauen können, bevor wir Schluss machen. Das entscheide ich nächstens. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne gute Nacht. Schlaft gut und träumt was Schönes.